Mir geht es doch genauso. Ich finde das super, dass das hier mal gezeigt wird und vielleicht gucken mal jetzt hier ein paar Männer zu und gucken sich was ab. Ja. Herzlich willkommen zu unserer neuen Besprechungsfolge von Princess Charming. Mittlerweile sind wir bei Folge 6 angekommen. Ich möchte aber bitte gleich wieder mit einer Thematik starten, wie beim letzten Mal. Ich weiß nicht, ob dir was aufgefallen ist. Hast du ein bisschen die Mädels verfolgt, Lena? Bei Instagram? Ja, habe ich. Also, du wirst das bestimmt gesehen haben, aber wir müssen mal ganz kurz drüber reden, was Saskia schon wieder gepostet hat. Also erstmal sind ja alle Mädels miteinander dauerhaft unterwegs, als müssten sie gefühlt nicht arbeiten, oder die sind so gut geplant, dass jeder an jedem Wochenende kann und die verbringen die ganze Zeit gemeinsam Zeit. Aber ich finde nicht alle, also und ich versuche die ganze Zeit schon irgendwas daraus zu stricken, was das bedeuten könnte, weil Elsa sehe ich jetzt nie Stimmt. wirklich. Jetzt, wo du Lou es sehe sagst, ich ja. auch nirgendwo. Ist auf alle Fälle ein großer Teil der Mädels, die Ja. sitzen viel zusammen. Jetzt hat Saskia ein Bild gepostet. Letzte Woche haben ja beide die Show verlassen und danach kam dann dieses Saskia Bild. und Jana meinst du Ja, jetzt? und da verstehe ich schon wieder gar nicht, was da stattfindet. Sind die jetzt ein Paar? Sind die so super gut befreundet? Und wo kommt Jana jetzt auf einmal her? Weil die haben ja auch in der Show für mich gar nicht stattgefunden. Da war ja Saskia mit Biene beschäftigt und mit Iri und jetzt, wenn es jetzt auch flirty mit Jana wird, wow, dann ist es ja einfach nur rumgereicht gefühlt. Ist rumgereicht, ja, aber ich habe, also für mich habe den Post so interpretiert, dass es einfach wirklich so beste Freundinnenmäßig jetzt ist. Also nicht Ja. keine romantischen Gefühle, sondern dieser ganze Post von Saskia war eher so ein Ausdruck für, dass sie dankbar ist, dass sie jetzt so eine enge, gute Freundin dazu gewonnen hat. Gut, Ne? Aber okay, wie ja. das alles ja schon wieder geteilt wurde, die Bilder dazu etc., man könnte auch meinen, Saskia, die will so ein bisschen immer bei Promi-Flash landen. Ne? Also, Ja. weil wenn du eine geile Freundschaft hast, dann kann man auf jeden Fall andere Bilder posten als so möchte gern Pärchenfotos. Deswegen wusste ich nicht, ist es jetzt nur neutral geschrieben, weil sie in der Anfangsphase sind oder was weiß ich. Ich weiß nicht. Nachher, also ich ahne, dass Saskia im Laufe der nächsten Zeit noch mit irgendwem aus dieser Staffel zusammenkommt. Und ich kann mir auch ausmalen, dass es nochmal eine vierte Person ist. Oder eine fünfte. Ja, wir können ja dann am Ende der Folge noch mal ein bisschen rumorakeln, wer es sein könnte. Ja. Wir starten erstmal, ich würde sagen, direkt rein ins Gruppendate oder? Ja, vorher ist ja nicht viel Spannendes passiert, würde ich sagen. Nee, wir switchen so hin und her. Also zum Gruppendate gehen Elsa, Vicky, Kati, Shea und Biene. Biene kam ich Richtig. zum dritten Mal in Folge. Und es wird auch bemerkt von allen anderen, Mensch, seit die Saskia weg ist, ist die Biene tausendmal lockerer und viel, viel offener. Und genau den Vibe kriegst du aber auch als Zuschauer, weil Total. gefühlt findet die jetzt erst seit 3 Folgen mal so richtig statt, weil vorher Ja. hast du die immer nur unter der Bettdecke bei Saskia gesehen. Hast du So. recht, ja. Und auch total angenehm. Also ich hab mich super gefreut, wenn sie gezeigt wurde, was sie für eine Energie hat. Du merkst auch, die wird von den anderen Frauen im Haus gefeiert Ja, und die ja. sagen selber, also die Biene, jedes Mal entdeckt man eine neue geile Seite an ihr, also keine negative, sondern das ist Ja. einfach ein Überraschungspaket, hat glaube ich auch irgendjemand gesagt. Während Iri allerdings irgendwie noch ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass Saskia die Show verlassen hat und auch den Punkt, den wir letzte Woche angesprochen hatten, dass sie ja nicht ehrlich war gegenüber Irina. Und jetzt kommt so langsam die Einsicht, naja, vielleicht sage ich es dann halt gleich heute. Wäre eigentlich schon ganz cool. Und dann sagt sie noch irgendwas in diesem Off-Interview. Ja, und wenn die anderen jetzt alle zu dem Date gehen, da merke ich schon, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Und ich denke so, hä? Du bist halt Habe gar nicht ich. eifersüchtig. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich habe da auch noch null Vibe gespürt zwischen Ja. Irina und Iri. Das Nee. ist. Und Nee. ich fand gut, dass es nochmal thematisiert wurde oder dass es in ihr selber hochgekommen ist, dass sie diesen Kuss jetzt einfach mal klären muss, weil alles andere wäre frech gewesen, fand ich. Aber es wurde ja. Also, wir können ja schon mal vorwegnehmen, es wurde dann auch besprochen. Sie hat es ihr Ja. gestanden am Ende der Show. Ja. Bleiben wir erstmal noch bei dem Gruppendate. Und da habe ich, also ich weiß gar nicht richtig, was ich dazu sagen soll.
im positiven Sinne aber. Weil ich finde, man muss jetzt nicht alles zerkauen, die Leute, die es gesehen haben. Es war ein kleiner Sex-Talk, aber total angenehm. Und ja, ich muss wieder mal sagen, ich finde das so geil, dass TV Now alles so davon zeigt und also wirklich ja nicht nur irgendwie oberflächlich bleibt bei diesen Gesprächen. Wie mögen es Frauen? Was mögen Frauen? Wo sind die Unterschiede bei verschiedenen Frauen? Du hattest das Gefühl, dort wurde nicht enorm viel weggeschnitten. Die hätten ja auch diese Cupcakes gar nicht so darstellen müssen. Da hätte TV Now ja auch sagen können, Leute, das ist jetzt ein bisschen zu doll. Wir geben euch normale Cupcakes und ihr sprecht einfach drüber, ne? Sondern dass das so einen roten Faden hatte, bis Biene zum Schluss auch noch anhand eines Cupcakes erklärt hat, wie man wo was machen muss so unten an der Vulva. Ich fand das gut. Ich fand das wirklich, wirklich gut. Und ich auch. Ich glaube, wir können uns gar nicht wahrscheinlich so vorstellen, was das alles ausmacht, dass das genau so gezeigt wird. Ja, also super. Obwohl, belehrend. Da wurde ich sogar sagen muss, das hat wahrscheinlich gar nichts nur mit der weiblichen, homosexuellen, trans... Glaube ich auch nicht. ...Dings zu tun, sondern jede Frau betrifft das. Also das, mit was du gesagt hast. Person. Ja, ich dachte mir so, Leute, ganz ehrlich, mir geht's genauso. Mir geht es doch genauso. Ich finde das super, dass das hier mal gezeigt wird. Und vielleicht gucken mal jetzt hier ein paar Männer zu und gucken sich was ab. Ja. Auch so mit solchen Begriffen wie Vicky ist der Meinung, sie ist eher eine Pillow Queen. Das heißt, und das fand ich nämlich krass. Also Vicky fand ich in der Folge ganz krass. Vielleicht sag du erst mal was zu Vicky. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wann kommt jetzt mal ein Punkt, wo sie entweder auch Vollgas gibt oder merkt, dass eigentlich ihr Interesse gar nicht so groß ist. Es gab nur diese beiden Optionen für mich jetzt demnächst. Und jede Folge hat ja irgendwie jemand anderes eine größere Präsenz immer bekommen. Und dieses Mal fand ich, war es jetzt Vicky, auch total gerechtfertigt, weil sie, wir können es ja eigentlich vorwegnehmen, oder? Sie ist dann später gegangen, weil sie sich dafür entschieden hat, nicht mehr weiter um Irina zu kämpfen. Und deswegen wurde sie nochmal in Fokus gesetzt, um sie so als Persönlichkeit abzurunden, fand ich. Und das ich habe sie viel mehr verstanden. Ja, genau, so ging es mir nämlich auch, weil vorher ist sie, also klar, sie ist schon immer die ganze Zeit aufgefallen, aber eben aufgefallen, weil du die ganze Zeit dachtest, okay, das ist so eine krass, verrückte, auffällige Person. Und in der Folge hat man eben eine ganz andere Seite kennengelernt, vor allen Dingen bei diesem Date, wo man wirklich so ein bisschen die schüchterne Seite von Vicky gesehen hat. Und die war ja auch total ehrlich. Also wer sagt denn heutzutage, naja, ich bin eher eine Pillow Queen, ich muss geführt werden. So in der Zeit, wo alle sagen, ich bin eine ganz, ganz wilde. So, das ist ja auch ein Statement. Und dass sie auch so dazu steht, aber der Raum wird ihr halt auch gegeben. Und das finde ich auch so schön, dass ihr der Raum gegeben wird und dass man eben auch von ihr in der letzten Folge irgendwie gesehen hat, dass sie mehr ist als nur Glitzer-Make-up und irgendwelche schrillen Outfits. So, fand ich wirklich gut. Ich war überrascht von Elsa bei dem Date. Und ich fand auch die Kommentare in letzter Zeit bei uns unter den Videos bei Insta oder auch bei YouTube, die gehen bei Elsa ja wirklich komplett auseinander. Mhm. Also entweder alle sagen, das ist auch ein kleines Fuckgirl und die weiß genau, wie gut sie aussieht und die spielt super damit und schon fast ein bisschen in die Richtung hochnäsig. Wobei ich bisher noch der Überzeugung war, dass sie mit der Art auch sehr viel Unsicherheit überspielt. Weil man darf nicht vergessen, Elsa ist auch erst 22, 23 oder so, oder? Ich glaube 23, Ich fand genau da bei dem Date hat man auch gemerkt, sie hat sich da dann nie ganz so wohl gefühlt und hat dann nie so auf die Kacke gehauen wie andere. Ja. Sondern hat nochmal so ein bisschen, und hat auch gesagt, so, ja, nee, ich muss da jetzt nie so krass drüber reden. Ich fand es angenehm. Fand das schön, so zu sehen. Ja, ich habe Meinung. Ja, total. Ich habe eine kleine Vermutung später noch irgendwie, die sich ein bisschen gefestigt hat. Die hatte ich die letzten Folgen schon. Irgendwie glaube ich, dass Elsa alleine mit Irina ganz viel Kraft hat und sich im Gesamten eher zurücknimmt, richtig gerne dieses Spiel spielt um Irina. Aber eigentlich am Ende des Tages weiß ich nicht, ob sie an einer Beziehung wirklich interessiert ist. Oder ob es ihr nur Spaß macht, da jetzt mitzukämpfen und sie will eigentlich nur gewinnen.
Und deswegen gibt sie so Vollgas. Sehr guter Punkt, weil sie hat ja in der letzten Folge auch sowas gesagt, so von wegen jetzt erst recht und ich will das Ding hier gewinnen. Aber ich fand, wir hatten auch später dann in der Show noch eine Situation zwischen den beiden, wo natürlich wieder heimlich in einem Raum geknutscht wurde. Das ist jetzt irgendwie deren Ding und ich finde das aber super. Und ich finde, da hat man noch mal mehr gemerkt, wie unsicher Elsa eigentlich nämlich auch in Irinas Gegenwart ist, weil sie sagt ja auch, ey, sie ist es gewohnt, andere so ein bisschen mit ihren Blicken fertig zu machen und das ist so ein bisschen das Spiel für sie ist. Aber Irina hält dem Ganzen halt stand, weil Irina ist halt keine 18-Jährige, sondern Irina ist halt eine erwachsene Frau. So. Und das reizt natürlich zum einen, aber ich glaube, ich bin der Meinung, das reizt nicht nur Elsa im Sinne von der Kampfgeist wird angeregt. Denke ich nicht. Aber wir werden sehen, aber du liegst definitiv nicht, weil ich denke, du wirst viel Zuspruch erhalten. Aber ich würde trotzdem immer noch darauf setzen, dass Elsa mindestens im Finale steht, wenn nicht sogar das Ding macht. Top 3. Momentan wüsste ich nicht, wer neben ihr standhalten kann. Ja. Mit der Bindung. Wir schließen mal das Gruppendate ab und sagen 100 Punkte auf jeden Fall für diesen Talk. Total. Oh Gott, dann komme ich zu was ganz unangenehm. Kathi durfte bleiben und hat endlich ihr Einzeldate bekommen. Und da fällt mir fehlen die Worte. Mir auch. Also, wir können ja mal kurz sagen, was gemacht wurde. Es wurde Parfüm hergestellt. Und schon alleine dieser Move, ich muss erstmal an dir riechen, da habe ich schon gedacht, ach, brech das ab. Ich will es gar nicht sehen, das Häufchen Elend, was da jetzt gezeigt wird. Es war, ich fand es schlimm. Und ich finde auch, ich weiß nicht, was von Kathi echt ist, was geschauspielert ist, ob sie komplett verrückt ist, ob sie nur unsicher ist. Also es ging mir ein bisschen gegen Strich, dieses Date. Das Problem hat ja auch Irina und sagt ja auch, ja, es ist irgendwie schon wieder sehr viel Show, was Kathi hier abliefert, auch beim Date. Und da muss man sich jetzt auch mal, ich würde mir als Princess ja auch so dumm vorkommen, weil wie agierst du dann mit einem Menschen, wenn du eigentlich dich gerade nicht ganz so wohl fühlst, aber irgendwie eine Anziehung herrscht, das sagt sie ja auch, es herrscht auf jeden Fall eine Anziehung. Sie findet Kathi auch sehr, sehr sexy, aber ich bin der Meinung, wenn wir jetzt in Real Life wären und nicht in einer Show, hätten die beiden einen geilen Abend in einem Club und noch eine geile Nacht und dann wär's das aber auch. Ja, so, maximal. Den Anschein habe ich und ich verstehe auch Kathi nicht. Die Schätz hat sich ja sehr, sehr gut selbst reflektiert und hat ja dann auch zwischendrin gesagt, ja, das ist so leider meine Art. Ich werde immer für super sexy und anrüchig und keine Ahnung was gehalten und bin aber eigentlich total unsicher, versuche das dann aber da zu kaschieren mit dieser Art. Und dann sagt sie, ja, und dann wird mit meinen Gefühlen gespielt. Und dann denke ich so, ja, aber Kathi, wenn du das doch so gut weißt, warum musste dann letzte Woche auf Druck Irina geküsst werden? Warum musste sie dann geküsst werden? Wenn du das doch dann weißt, dann knutsch halt einfach. Nee, deine dolle Art kann man wahrscheinlich, das weiß nicht, wie schnell man sowas ablegen kann, wenn das sich schon einfach so eingebürgert hat über Jahre bei einem selbst, dass man seine Unsicherheit dann so doll überspielt. Ja. Aber dieses Knutschding muss da dann noch nie sein. Weil dann brauchst du auch nie rumheulen von wegen, ja, ich werde dann immer falsch eingeschätzt und ausgenutzt. Also, total. Was soll das denn? Ja, ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum die beiden nach dem Date noch während des Dates geknutscht haben. Weil ich kann Irinas Standpunkt nicht verstehen, wie sie, also an ihrer Stelle wäre ich halt verschreckt von diesen Menschen. Und Irina gibt mir auch die Anzeichen dafür. Das ist eigentlich, also da müsste doch jede körperliche Anziehung müsste doch wegfallen. Aber Irina kann ich auch immer noch nie einschätzen. Das ist ja das nächste Problem. Aber ich fand es halt schlimm. Das Küssen war zu wild. Es sah für mich wirklich aus wie nach 4 Bier in einem Club. Und dieses Gekicher danach, das war ja unangenehm. Und dann sei mal wieder die Princess. Du küsst gerade mit jemandem und die andere Person dreht sich danach weg und macht What the fuck? Was ist das denn? Ja. Also ja, sie muss wohl eine sehr, sehr, sehr gefühlvolle Person sein, die Kathi. Und auch sehr sensibel. Da müssen wir auch vorsichtig sein. Aber dann gilt das Gleiche wie bei Miri. Geh nicht zu so einer Show. Parallel zu dem Date war doch die Diskussion, die mal ein bisschen anders ausgerichtet war als die anderen in der Villa. Also die anderen Diskussionen, die bis jetzt stattgefunden haben. Nämlich wurde auch mal gezeigt, dass untereinander, unter den Frauen auch mal angeeckt werden kann.
Es ging ums Thema Transphobie. Fand ich auch schon wieder super belehrend. Für mich ein bisschen radikal von manchen Personen, wie sich dafür eingesetzt wurde, aber am Ende des Tages auch total gerechtfertigt. Es ging ja um die Frage, ob man auch mit einer Frau mit Penis schlafen würde. Und wenn dazu Nein gesagt würde, dass man dann transphob ist. Ja. Fand ich, also cool, dass die Thematik hochgeholt wird. Ja, ich fand es auch super aufklärend, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man, also natürlich ist es unsere Aufgabe, sich selber zu informieren und man versucht das auch besten Wissens und Gewissens. Aber bei solchen Themen, bei dem Thema war ich so raus, weil ich dachte, Transphobie ist was ganz anderes. Und ich muss auch sagen, ich bin da teilweise bei den anderen Mädels, das ist das Gleiche wie mit dem Wort Homophobie. Ich finde dieses Phobie komplett fehl am Platz halt einfach. Konnte aber auch Biene verstehen, die dann so sagt, ja, aber wenn das so meine Meinung ist, und die hatten ja dann auch Beispiele gebracht, mit wenn ich aber zum Beispiel eher auf den skandinavischen Typen stehe, heißt das ja nicht, dass ich rassistisch bin gegenüber anderen Nationen. Und da hat aber Vicky halt einen super Punkt getroffen. Keiner von uns kann sich rausnehmen zu sagen, was ist rassistisch, was ist homophob, was ist transphob. Das entscheiden die Leute, die es betrifft. Und wenn die sagen, das ist rassistisch und das ist transphob, dann muss man es echt akzeptieren einfach und sich das für sich irgendwie verarbeiten und dann in Zukunft versuchen, die Worte besser zu wählen oder so. Es ist halt echt alles ein sehr, sehr schmaler Grat, aber ich fand es mal wieder sehr aufklärend, weil die ganzen Infos so hatte ich selber nicht zum Beispiel. Nee, da ging es mir wie einer Biene, glaube ich. Ja, so kompakt, dann auch nochmal so schön in 2 Minuten zusammengefasst und man hat das Thema eigentlich verstanden. Dann ging es auch weiter schon zur Happy Hour. Happy Hour? Ja, ist das gut? Und das Jahr, da fand ich so geil, wie sich alle fertig gemacht haben. Und ich glaube, Lou dann so zur Elsa rausgehauen hat. Ach was, gehen wir heute wieder Golf spielen? Hast du das mitgekriegt? Aber irgendwie so locker. Und ich habe so das Gefühl, also jeder hat dort irgendwie ein Vibe miteinander. Man kann sich auch mal was sagen, eben genau wie in der Diskussion, die da davor, oder keine Diskussion, in dem Gespräch, das vorher stattgefunden hat, dann wird sich was ins Gesicht gesagt und danach ist man aber cool miteinander. Danach wird nicht in eine Ecke gegangen und darum gelästert oder darum gelästert. Und das macht das Format komplett aus eigentlich. Das zeigt auch den kompletten Unterschied zwischen den Frauen im Gegensatz zu Prince Charming. Da war da ist ja ein falsches Wort gefallen. Es war ja Geschrei über Tage. Ja. Es wurde ja nicht mehr miteinander gesprochen. Es war ja Klopperei. Und so, das macht so angenehm. Deswegen guckt sich das so schön, weil man fühlt auch so mit, wie dann am Ende auch die Emotionalität durchkam, wieder mal bei der Entscheidung. Und einfach, es wurde ja geflennt. Und das macht so authentisch. Ja, aber Bevor du zur Entscheidung gehst, will ich unbedingt sagen, Irina, das ist auch ein kleiner, schlimmer Finger. Also ganz ehrlich, ich versuche immer zu vergleichen, wie würden wir jetzt darüber reden, wenn das jetzt der Bachelor wäre oder so. Ne? Mhm. Der wird ja von einem Zimmer ins nächste gegangen und ein bisschen rumgemacht. Aber es ist einfach nicht unangenehm bei ihr. Und das nervt mich. Weil normalerweise will ich da halt so agieren wie beim Bachelor und sagen, was ist denn das für ein Typ? Aber erstens, es ist die Show, also auch beim Bachelor. Und es ist auch das, was wir sehen wollen. Aber wir hatten es vorhin schon angedeutet, immer dieses mit Elsa in ein Zimmer gehen, die Tür zu und auf einmal wird übereinander hergefallen. Und Elsa weiß ganz genau, als Irina mit Lou weggeht, dann wird jetzt das Gleiche stattfinden. Und wie lässig kann man denn damit umgehen? Habe ich auch gedacht. Oh, es juckt sie also einfach nicht. Naja, ich habe nicht das Gefühl, dass es sie nicht juckt. Es juckt die schon, aber sie weiß halt, wo sie ist und dass das jetzt gerade halt dazugehört und sagt ja auch, wenn Irina am Ende mehr Spaß mit ihr hat, dann muss sie selbst, also Elsa, dann halt die Konsequenzen daraus ziehen und dann ist es halt nichts. Aber wie kann man denn da eine Miri, die würde hyperventilieren? Mhm. Die müsste, da wäre Ende im Gelände, wenn die das so genau mitkriegen würde. Fand ich auch, also war ich wirklich überrascht. Ja. Von so einen Aussagen so klar und so locker das ganze Ding zu machen. Und bei wem hast du mehr einen Vibe gespürt? Bei Elsa und Irina beim Knutschen oder bei Lou und Irina? Ich kann es dir nicht sagen. Eigentlich genau gleich, aber auch irgendwie anders. Aber von der Intensität gleich.
Ich ja, könnte mich nicht halt, festlegen. Nee, und das sind auch beide so unterschiedliche Frauen. Und dann dachte ich, nach dem Knutschen mit Lou meinte ja dann Irina, ja, die sieht ja auch so super aus, wie sie jetzt schon, also das Kleid und alles. Wo ich dann so dachte, aha, Irina, ist das jetzt irgendwie mal ein Hinweis, auf was für einen Typen du stehst? Weil dann würde Elsa ja irgendwie rausfallen. Und ich weiß nicht, ob es dann bei den beiden wirklich so dieses Anziehungsding ist und dieses bisschen Spielen und Rumschäkern damit. Aber Irina tatsächlich eigentlich eher an einem Typ interessiert ist wie Lou oder auch Biene. Ne? Ich finde, also wenn ich jetzt mal unterscheiden müsste, würde ich Lou und Elsa als gleichen Typ festlegen, ehrlich gesagt. Findest Im Gegensatz du? Zu Biene. Also ich kann, klar hat Elsa was Androgynes, aber trotzdem genauso eine weibliche Energie, wie es Lou das hat. Ja, auf das auf alle und Fälle. Und ich würde die ganz frech in eine Schublade stecken. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, wir machen weiter. Auch noch vor der Entscheidung verkündet einmal Vicky, dass sie gehen möchte. Ja. Aber auch so völlig salopp nebenher, ja, dann zu sagen, ja, irgendwie hat er jetzt die Emotion gefehlt. Und da dachte ich, ja, aber wenn du jetzt einfach zu jemandem gehst und sagst, du, pass auf hier ganz kurz, ich will gehen. Na klar, willst du dann auch als Part, der das gehört, irgendwie cool wirken. Also warum sollte jetzt Irina da auch in Tränen ausbrechen? Ich glaube, hätte Vicky es war beidseitig. Ja, aber hätte Vicky es emotionaler angebracht, dann hätte es Irina auch emotionaler aufgenommen. Aber so war es halt so vorher ja noch gegen die Scheibe gelaufen. Ja. Voll im Lachen gewesen. Dann so, ach du übrigens, ich gehe jetzt halt. Die hat ja auch noch nicht mal erklärt, weshalb sie geht. Ne, ich glaube, die haben es einfach bei Dings gespürt. Ja, naja. Es war wohl klar. Aber das mit dem gegen die Scheibe laufen, ich habe nur sowas erwartet, weil die ja wirklich wild gefeiert haben. Die waren aber richtig geil. Stimmung. Ja, ja, total. Irina war das erste Mal richtig mit drin, so als Freundin mitgefeiert, so ungefähr. Und man hat richtig gemerkt, okay, die hat jetzt auch mal wirklich einen Schluck getrunken. Nicht, wie sie vorher immer gesagt hat, ich nipp nur mal kurz zur Deko. Ja, und auch so, was die anderen Mädels gesagt haben. Nee, immer dieses ewige Gequatsche mit dem, mit Haufen Leuten halt, sondern dass er einfach mal gefeiert wurde. Iri hat dann bei Irina das Gespräch gesucht und meinte, sie braucht nicht mehr Sherlock spielen, Martin. Ja, es war nicht, dass die vorher schon auf dem Date waren und da hat es Iri nicht verraten. Deswegen war es okay, es ist scheiße, dass es so spät kam. Aber was war ihre erste Begegnung und sollte auch die letzte sein, denn Iri wurde von Irina nach Hause geschickt. Somit waren jetzt schon dann zwei Mädels raus. Und zwar Vicky, die freiwillig geht, und Iri. Und ich dachte, gut, dann ist es das ja, weil ich hatte das gleiche Gefühl wie Irina. Gott, ist die Gruppe schon klein geworden. Krass, auch, wann sind auch. Die denn bitte alle gegangen, diese Person? Und jetzt auf einmal kann ich ja auch alle Namen. Ja. Und dann Sarina. Ja, ich habe irgendwie mitgerechnet. Da habe ich nie irgendwas gespürt. Nie. Ich hat für mich gar nicht reingepasst ins Bild. Und ich weiß nicht, warum. Aber ich fand es halt so krass klar von ihr, von Irina zu sagen, wir hatten ein geiles Date, wir hatten einen coolen Vibe und dann hast du dich in was verrannt und mir zu viel Druck gemacht und deswegen Ende. Ich hätte jetzt eigentlich das so eingeschätzt, dass Sarina sonst auch nochmal eine Chance gegeben wird, so dass sie so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall bekommt und dass dann so gesagt wird, ey, ich hoffe, du bist nächste Woche wieder lockerer. Weißt du, wie bei Kati. Weil bei Kati sagt Irina, bei der ersten Hälfte des Dates hätte ich dich am liebsten rausgehauen, du hättest deine Koffer packen können und so nach dem Motto, ja, aber dann haben wir geknutscht, also bleibst du jetzt noch hier. Das ist irgendwie, das fand ich irgendwie ein bisschen weird. Es hat sich so ein bisschen so angefühlt, als würde Irina jetzt, als Sarina so geweint hat, ihr gar nicht mehr die Option dafür geben, sich nochmal zu beweisen, sondern es muss jetzt aussortiert werden und wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo die anderen weiter sind. Genau, oder um es kurz zu fassen, ich glaube einfach, Irina hat gemerkt, Sarina ist nicht ihr Typ. Meine ja, Meinung. Ja, oder so. Weil ich denke auch, ihre Top 3 stehen fest und ich hau das jetzt mal in den Raum und das sind Elsa, Lou und Biene. Gehe ich komplett mit. Ich finde, jetzt kann man langsam sagen oder auch danach fragen, wer sind eure Top 3 oder wen seht ihr als Irinas Top 3? Weil es sind jetzt wirklich nicht mehr viele Leute da. Wir verabschieden uns von anderen drei Leuten und zwar Vicky, Iri und Sarina. Macht's gut, macht's schön. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nee,
Naja, bloß was noch mit Saskia passieren wird. Das war ja unsere Eingangsfrage. Aber ich glaube, das müssen wir einfach beobachten. Da kann man, glaube ich, alles spekulieren. Da ist alles möglich mit dieser Frau. Ich sag Verena und Saskia. Oh. Das ist wild. Okay, dann macht euch heute noch schön. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, Leute, und zu teilen und zu liken. Und zwar bei Insta, YouTube, TikTok und auf sämtlichen Podcast-Portalen. Martin? Wir sehen uns nächste Woche und ich freue mich auf die neue Folge, kann ich sagen. Okay, kurz und knapp. Tschüss. Tschüss. Seid so, wie ihr bleibt.